So Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute fahren wir mal nach Berlin. Natürlich habe ich erstmal Starbucks geholt. Heute haben wir den 11.11. Es ist einfach voll, was Karneval angeht. Aber ja, erstmal nach Berlin. Ich bin so gegen 13 Uhr da. Treffe ich jetzt meinen Kollegen so. Und dann mal schauen, was in Berlin so geht. Und da seid gespannt. So Leute, ich bin jetzt in Berlin angekommen. Berlin Hauptbahnhof, ihr wisst Bescheid. Morgen geht's wohin, seid gespannt. Ich gehe jetzt erstmal zu einem Restaurant, weil ich habe so Hunger. Jetzt nach 5 Stunden Fahrt fast. Ich habe kaum was gegessen. Also ja, ich habe nur einen Starbucks-Shake heute getrunken. Ich habe jetzt so Hunger, ich bin gespannt. Ich glaube, ich esse einen Schnitzel, Leute. Ihr wisst doch, ich bin schnitzelsüchtig. Auch in Berlin kann man Schnitzel essen. Jetzt geht's zum Restaurant und wir sehen uns, Leute. So Leute, wir waren gerade essen, aber da haben wir nicht gefilmt, weil da war es ein bisschen stressig, so, weil mein Kollege ein bisschen zu spät kam. Aber jetzt ist er am Start, Digga. Auf jeden Fall Leute, heute wird wild. Wir sind jetzt hier im Hyatt Hotel in Berlin. Und später gehen wir noch ins KDW, ein bisschen shoppen und so, auf entspannt. Und heute Abend gehen wir essen, da kommen auch zwei Jungs noch aus Köln extra. Die kommen jetzt angeflogen. Und ja, ich bin hyped, Jungs, ich bin hyped. Wir sind jetzt hier im Hotel angekommen. Ich zeige euch mal kurz das Badezimmer. Ist auf jeden Fall sehr, sehr fresh. Guck mal hier, zack, da ist sogar ein Fernseher. Hier, wow, alles super hier. So Leute, hier, zack, so hier, alles so, ist richtig geil gemacht, boah, auch richtig groß, der Schrank. Hier das Bad, ist echt sehr, sehr fresh. Hier noch Toilette, ihr wisst doch. Und dann hier das Bett natürlich und eine chillige Aussicht. Wir sind jetzt im KDW angekommen, gespannt, was hier so gibt. Letztes Mal habe ich hier auch was gekauft. Berlin wird noch auf jeden Fall heiß, Leute. Heiß. So Leute, wir sind jetzt hier unterwegs, Digga. Wir machen extra Licht so. Wir fangen jetzt Döner essen auf entspannt. Und dann sehen wir uns später, Digga. Wir werden uns jetzt einen fetten Döner von Akiti gegönnt. Zack, wir gönnen uns hier noch Döner, Leute. Auf entspannt. Zack, wird sich jetzt reingezogen. Ich bin gespannt, ob der schmecken wird. Wir sind wieder im KDW. Wir haben heute ganze Straßenvideos auch gedreht. Deswegen seid gespannt. Ich glaube, der Via kommt aber sogar vor dem Straßenvideo. Sind wir bei LV, hier sind wir Schuhe. Heute Abend gehen wir, ihr wisst bestimmt wohin, aber werdet ihr eigentlich sehen, Leute. Und es wird sehr nice. Wir sind jetzt wieder mit den Boys hier. Antonio-Style. Im KDW noch auf Locker. Heute Abend gehen wir noch was essen. Und dann geht's wohin. Ihr werdet sehen, wo wir hingehen. Ganz einfach. Wir sind jetzt im Hotel, also bei meinen Kollegen. Ist ganz chillig hier. Und mein Kollege, Digga. Er schneidet einfach Haare noch. Wir gehen später noch wohin, das wird zu hart. Er ist auch am Start. Berlin zu wild bisher. So Leute, wir sind jetzt noch im Borschardt essen. Die Jungs gönnen sich hier Schnitzel. Ich habe auch ein Schnitzel, alle Schnitzel hier am Start. Zu lecker, Jungs. So Leute, wir haben jetzt morgens. Fantasy Abend war echt sehr, sehr, sehr krass. Ich und meine Jungs haben auf jeden Fall den Club. Wir haben diesen Club wirklich auseinander genommen, wortwörtlich. Wir waren direkt vor Fantasy, das war echt nice. Jetzt haben wir hier Frühstück, ich bin sehr auf Ernst. Also Pancakes sind da und ich denke, da kommen so 3-4 Stück. Ich glaube einfach ein Pancake für 10 Euro. Wir sind jetzt in einem neuen Crib, wir haben die gechanged, also weil wir waren 2 Tage im Hyatt Hotel. Jetzt sind wir auch spontan noch verlängert. Sieht ganz chillig aus, ja okay, ist nichts Besonderes. Aber hier, es ist ein Apartment-mäßig so. Mach ich dir nicht an. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Auf entspannt, weil entweder wir gehen heute Abend noch auf das Konzert, aber I don't know. Aber Berlin gefällt mir so gut, hier hat auch noch so ein Badezimmer. Feier ich auf Berliner Style, machen wir einen Bettcheck. Ist auf jeden Fall ein cooles Bett auch. Ist auch preis-leistungsmäßig toll. Ist einfach, also Sonntag sind die Hotels eh nicht teuer. Ja, sieht sehr schön aus. Also ist natürlich auch, ist ein Charlotteburg, oder? Nee, was ist Charlotteburg? Rosenthaler Platz. Rosenthaler Platz. Hey Leute, dieses Video,
dieser Vlog, ich glaube, der ist zu krass geworden, glaube ich. Oder gestern Abend St. Lucie Aftershow Party. Meine Jungs haben auseinandergenommen. Ich schaue halt genau auf die. Vielleicht noch ein bisschen später durch Berlin. Mal schauen, wie es dann noch so wird, auf entspannt. Wir sind im Kino, Digga. Wir sind einfach spontan. Also, okay, was heißt Chelsea, aber diese erste Reihe. Aber das ist halt chillig. Die kann man einfach so, die kann man sich so ausstrecken. Wir sind jetzt im Zug. Jetzt geht's nach Hause. Wochenende war echt zu hart. Also, war auch echt anstrengend. Wir hatten kaum Schlaf. Mein Kollege auch. Also ich will für diesen Vlog sehr viel, ich will Daumen hoch sehen, also wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, als Premium-Content, ich sag's euch. Auf jeden Fall, ich fahre jetzt wieder nach Düsseldorf. Lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar und natürlich ein Abo, dann gibt's noch mehr Vlog. Auf jeden Fall kommt jetzt auch noch dann Straßenfrage. Wird auf jeden Fall sehr, sehr hart.